Hallo? Hallo? Warte, ich kann aber sagen, ich bin 16. Ich bin aber 13. Bitte? Warum kommt ihr nicht zu mir? Du machst halt mehr Wörter als das Film. Was heißt denn mehr? Ja, ich Boah. Jeder könnte es sein, deswegen. Also die Wahrheit ist immer schrecklicher, als man denkt. 1:1, das passt alles zusammen. Wir haben jetzt die Adresse geprüft. Unnormal. Ja. Die Wahrheit ist immer schrecklicher, als man denkt. Wir müssen uns zusammenbeißen. Die Emotionen sind hoch. Ismail, warum so redet er nicht mit dem? Ismail, du bist vorbeigegangen. Du Ismail, du bist vorbeigegangen. Oh, schön. Ich bin auch deutsch. Also meine Mama ist Polin und mein Papa ist deutsch. Das ist Nadim. Nadim hat das Talent, eine sehr überzeugende Mädchenstimme zu imitieren. Das macht er regelmäßig auf Basschat und produziert lustige Videos. A-L-M-E. Ja. Y und dann eine Rose. Und wir haben uns gefragt, wie skrupellos Männer auf Basschat sind, wenn sie erfahren, dass sie mit einem Kind verbunden worden sind. Also haben wir Nadim für dieses vermeintlich lustige Video eingeladen. Doch dann kam alles anders als gedacht. Okay, jetzt. Ready? Zack, wir können. Hallo? 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 Hey, Baby. Hey. Hi. Hi. Hey. Hi. 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 Alles klar bei euch? Ja, bei dir? Bist du auch alleine? Nee, ich bin mit einer Freundin. Wie heißt deine Freundin? Warte mal, Hint. Hanna. Sorry, ich. Kannst du mal bitte kurz rausgehen? Vier. Hanna. Drei. Also, Hanna. Hanna, eins. Geht so, kommt drauf an. Ich habe immer gesagt, wenn ich 18 werde, dann werde ich auf jeden Fall das mal sehen. Wie alt bist du? Also, ich bin 13. Halt's Maul. Ich bin wirklich 13. Warum glaubt mir das niemand? Check keine Scheiße. Wie weit da? Ich. Hört ihr mich? Ist das dein Ernst? Ja, ich bin wirklich 13 und meine Freundin ist 12. Ja, ich bin 12. Hallo? Hallo? Hallo, wie geht's? Gut, danke schön. Wie geht's dir? Auch gut. Hallo? Hallo? Wie geht's hier? Gut, wie geht's dir? Was ist das? Ja, auf einmal auch so, derselbe. Hallo? Boah, was für eine gefährliche Stimme du hast. Warum das denn? Warum? Du solltest im Callcenter arbeiten. Ich höre das so oft, ne? Wo kommst du? Bitte. Ich bin 13. Du? Wie alt? 13. Ich bin wirklich 13. Ich komme aus Köln, du? Ich komme auch aus Köln. Ach krass. Wie groß bist du? Aber ich bin 1,62. Und du? Und was ist deine Lieblingsstellung? Ich bin 1,86. Meine Lieblingsstellung? Was meinst du mit Stellung? Mhm. Also ich sag dir ganz ehrlich, weiß ich noch gar nicht. Also weiß ich gar nicht. Ich, also meine Freundin ist ein bisschen älter, die hat mir davon erzählt, aber ich selber noch nicht. Habe ich auch noch nicht.
Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe noch gar nicht so viel, also ich habe noch keine Erfahrung gemacht, ganz ehrlich. Ich bin mit meiner Freundin, wir haben heute einen Filmabend gemacht, oder? Hallo. Ja, wir haben heute Filmabend gemacht. Du kannst auch mal sagen, wer du bist. Hallo, ich bin Hanna, ich bin 12. Und deine Freundin Hanna hat dich schon. Meine Freundin ist jünger als ich. Ja, aber du hast gesagt, deine Freundin hat dich schon. Nein, nicht sie. Nein, nicht sie. Das war doch nicht ich. Okay. Ich gebe dir meine Nummer, schick mir ein Foto. Ich kann dir ein Foto schicken. Ich schicke dir mal auf WhatsApp. Okay, schick mir ein Foto, wo du einen Finger hochhältst. Ich kann dir sogar, wo ich 10 Finger hochhalte, aber nee, mach ich. Warte kurz. Kannst du eins von mir aufnehmen? Ein oder wie? Warte, ich mach ein Selfie. Ich hab dir auf WhatsApp geschickt. Ich hab dir gesagt. Ich hab dir. Boah, ich sag dir ganz ehrlich, wir haben nichts vor. Also wir gucken einen Film, wir haben endlich sturmfrei. Sollen wir uns abholen? Nee, Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden mitfahren. Wie, der kann doch. Nee, der soll lieber zu uns kommen. Wir haben doch sturmfrei. Oder du kommst hier hin, du kannst ja einfach hier sitzen. Der soll hier hinkommen? Also direkt Köln-Worring. Straße. Warte. Keine Ahnung. Wir können einen Film gucken. Genau. Ja. Ich habe sogar, wie heißt das? Netflix. Okay. Und warum habt ihr keine Angst? Vor wem sollen wir Angst haben? Ja. Ich komme von dran. Hä? Und dann? Was sollst du dann machen? Außerdem gucken wir einen Film. Was heißt denn mehr? Verstehe ich jetzt auch nicht. Was meinst du mit mehr? Ja, ich soll dich f***. Boah. Also, ich hab das noch nicht so gemacht. Aber ich würde, guck mal, ich würde einfach sagen, wir können filmen. Es ist schon gespenstig, dass der Typ einfach unverfroren ausspricht, was er vorhat. An dieser Stelle haben Nadim und Hanna die schwierige Aufgabe, das Angebot zwar abzulehnen und den Mann aber trotzdem dann zu einem Treffen zu bewegen. Leider passiert es immer wieder, dass naive Jungs und Mädchen von so roten Flaggen nicht abgeschreckt und am Ende zu Opfern werden. Deswegen müssen Nadim und Hanna trotz der offensichtlichen Absicht des Täters mitspielen und die eigentliche Gefahr naiv ignorieren. Ich schicke dir die Adresse jetzt. Bis gleich. Tschüssi. Vorbei. Das Ganze hat nur 20 Minuten gedauert, bis wir auf BaseChat an einen Mann geraten sind, der sich mit 2 Kindern treffen möchte, um wer weiß was zu tun. BaseChat ist eine öffentlich zugängliche Chatplattform. Jeder kann sich dort einwählen. Sicherheitsmaßnahmen sind minimal. Der Täter wird langsam aufdringlich. Er hat ein Bild von Hanna gesehen, aber jetzt will er auch eins vom anderen Mädchen. Das Team muss improvisieren, da er immer wieder per Videocall anruft. Wir haben nicht mal irgendeinen. Woher sollen wir denn auch bekommen? Ja,
Als Ismael die Stimme hörte, hatte er bereits einen unangenehmen Verdacht. Der Videocall hat aber seine schlimmste Befürchtung bestätigt. Der Mann, der sich eben noch vor einem Kind entblößt hat, ist ein Bekannter von ihm. Und 1:1, das passt alles zusammen. Wir haben jetzt die Adresse geprüft, das ist auch dabei. Er sieht 1:1 aus wie er, also es kann ja kein Zwilling sein. Also das muss jetzt, das heißt, du hast ihn da, du kennst ihn. Ja, ich bin zufällig beim kennengelernt. Über wen redest du gerade? Über diesen ja, aus Köln. Der gerade mit über Basechat. Genau. Der Basechat gerade sein Schwab. Das ist der, den ich kennengelernt habe. Ja, ich habe den vor. Zufällig habe ich den kennengelernt. Wir haben ein bisschen gequatscht. Er saß. Und danach hat er mir erzählt, dass er neu. Und die Adresse, die wir gerade geprüft haben, das ist da. 1:1 habe ich den auch erkannt. Das ist er. Das ist er, den habe ich vor kurzem kennengelernt. Ganz zufällig. 2-3 Mal haben wir das gesehen. Wenn du jetzt weißt, dass das so einer ist, dass einer ist, mit dem du dich unterhalten hast, du bist ja wirklich aufgedreht, ja. Genau, Mann. Ja. Ich bin gerade schockiert, Nick, wirklich. Ich hätte das null von ihm gerechnet, null von ihm erwartet. Ja. Okay, jetzt müssen wir gucken, was wir machen, ne? Ob der herkommt oder ob er dem Besucher stand. Der hat eben auch, wie gesagt, der weiß, dass es der 12-Jährige oder 13-Jährige ist. Der hat zweimal schon seit Zeit einmal geschickt, einmal hat das im Bad gemacht. Was sagst du zu den Leuten, die sagen, dass das alles fake ist? Das ist 100% fake. Wer sagt, okay, du musst und alle machen das durch diese Gefühle? Also wer sagt, dass es fake ist, der kennt die Realität nicht. Die Realität ist... Es könnte jeder sein. Es könnte jemand sein, mit dem ihr zusammen euch unterhalten habt. Mit diesem Typen. Wir haben gequatscht. Wir haben über alles, Gott und die Welt geredet. Nette Gespräche geführt. Aber am Ende kommt jetzt sowas raus. Also jeder könnte es sein. Deswegen, die Wahrheit ist immer schrecklicher, als man denkt. Auch wenn der Schock noch tief sitzt, ist die Zeit gekommen, um zu handeln. Eigentlich war die Konfrontation für Köln geplant. Ein 10-köpfiges Team und das gesamte Equipment befinden sich dort. Aber da der Täter sich bereits strafbar gemacht hat und die Mädchen jetzt immer wieder drängt, zu ihm zu kommen, beschließen wir, von unserem festen Plan abzuweichen und die gesamte Crew samt Equipment rüber zu schaffen. Wir haben weder einen richtigen Plan, noch eine Garantie, dass er auftaucht. Der Großteil des Teams kennt sich dort nicht mal aus und zu allem Überfluss haben wir gerade mal eine Stunde Zeit. Aber wir wären nicht die Einhorn-Crew, wenn wir uns von solchen Kleinigkeiten abhalten ließen. Also während das Team in Köln das Equipment packt, fahren Attila, Ismail und Steven zum Wohnort von dem Typen, um die Lage vor Ort und die Umstände für die Konfrontation zu checken. Der Mann hat die Mädels gedrängt, sich ein Taxi zu nehmen, mit dem Versprechen, dieses zu bezahlen und hat dann auch noch tatsächlich seine Adresse gesagt. Mittlerweile scheint er derart selbstsicher, dass er denkt, in seiner Gegend alle Fäden in der Hand zu haben. Doch die Kavallerie ist bereits auf dem Weg zu ihm. Kann ich ihn auch so anrufen oder nur WhatsApp? Du kannst ihn auch so anrufen. Okay. Aber du brauchst mobile Daten, also Hotspot, ne? Also kann ich ihn nur über WhatsApp anrufen? Ja, mit Hotspot. Hallo? Ja, wir sind im Taxi. Ja, wenn ich jetzt drauf gucke, wir sind jetzt hier, das sagt ungefähr so 10 nach 11 ungefähr. So um 11:08, 11:05 so. 11:08? Ja, da braucht eine halbe Stunde, haben Sie gesagt? Ja, jetzt um die Uhrzeit dürfte man eigentlich gut durchkommen, ich würde sagen so 40 Minuten ungefähr. Hast du gehört? Wie viele Kilometer sind das? 58 von hier. 58?
Was kostet das? Ja, müssen wir gucken. Wenn wir jetzt durchkommen, sind wir so bei, ich würde sagen, so, ja, so 60, 70 Euro ungefähr. Okay, aber du zahlst es, ne? Ja, das ist ja keine Wohlfahrt. Das ist eine Taxifahrt, wie der Kölner so schön sagt. Das Team hat sich an einem abgelegenen Parkplatz getroffen. Bevor der endgültige Plan mitgeteilt wird, lassen wir uns die Erkenntnisse des Ops-Teams zeigen. Alle sind offensichtlich angespannt, da wir schnell präzise Entscheidungen treffen müssen, von denen der Erfolg und die Sicherheit Hannas abhängt. Wenn der Täter nur einmal aus dem Fenster guckt und ihm auch nur eine Sache verdächtig vorkommt, ist alles vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat. Was ist jetzt an, um zu entscheiden, was wir wo machen? So, wir sind am Einsatzort. Hier links haben wir einen Parkplatz. Warte mal, ich sehe gar nichts. Hier links haben wir einen kleinen Parkplatz. Sehe ich. Der ist auch beleuchtet. Ja. Und wir haben hier eine Bushaltestelle. Und die Bushaltestelle, das ist ein guter Aufhänger, um zu sagen, das Taxi hat mich hier, genauso wie ich gesagt habe, rausgelassen. Ich stehe jetzt hier an der Bushaltestelle. Er wird sagen, ja, easy. Warte ganz kurz, können wir nicht hier ein Auto hinstellen und von dem Auto aus filmen? Natürlich. Und das zweite Auto steht hier auf dem Parkplatz. Sie wird... Auf welchem? Zeig mal drauf. Hier. Ja, okay. Hier auf dem Parkplatz. Sie wird in dieser Bushaltestelle sitzen. Wir stellen uns dahin und filmen von da. Sie wartet hier an dieser Bushaltestelle. Ein weiteres Fahrzeug steht da. Ein weiterer Passant steht hier irgendwo in der Nähe. Hier hast du eine Parkbank, kann hier sitzen und telefonieren. Einer von uns, undercover. Und ein weiterer kann auch hier auf dem Parkplatz rumlaufen. Ja. Okay? So, das heißt, wir haben zwei zu Fuß, zwei Fahrzeuge und Sie. Guck mal, wir machen gleich Folgendes. Du, wir teilen ja bei dir... Zusammengefasst ist das der Plan. Hannah wird an dieser Haltestelle warten und den Mann anrufen. Sie wird ihm mitteilen, dass Nadja mit dem Taxifahrer erstmal weiter zu einer Bank gefahren sind, weil Nadja schon mal bezahlen musste, aber ihre Karte nicht funktionierte. Der Mann wird Hannah wahrscheinlich auffordern, allein in seine Wohnung zu kommen. Aber sie soll ihn überreden, rauszukommen und ihn abzuholen. Ismail soll den Täter mit Zeynel als erstes ansprechen. Er soll ihn bewusst in ein etwas unangenehmes Gespräch verwickeln und ihn fragen, wer Hannah ist. Das soll dem Täter schon mal einen kleinen Schock verpassen. Dann werden Nadim und Attila ihm den Weg abschneiden. Unter einem Vorwand wird Hannah zu Attila laufen, da sie ihn angeblich erkannt hat, und nach einem Foto fragen. Dort soll Attila den Täter dann anschließend ruhig ansprechen und die Falle zuschnappen lassen. Ein ziemlich gewagter Plan, da Ismail offensichtlich emotional involviert ist, der Täter sich hier bestens auskennt und wir nicht wirklich viel Zeit hatten, um den Plan einzustudieren. Aber momentan scheint dies immer noch die beste Option. Ich habe in meinem Leben schon viele unterschiedliche Formen von Aufregung erlebt. Und die nächsten Minuten geben ein gutes Bild von dem wieder, was das Team kurz vor einem Treffen mit dem Täter empfindet. Wenn ihr in die Gesichter seht oder die Stimmen aus der Konferenz hört, wisst ihr genau, was ich meine. Aber eines kann ich sagen, wenn man sich nochmal vorstellt, was der Mann wirklich vorhat und wir gerade dabei sind, ihn massiv in eine Falle tappen zu lassen, dann ist das nochmal eine ganz andere Qualität der Aufregung. Glaubt mir. Wir sind hier, genau. Und das ist die Bushaltestelle. Hier hinter den Weißen, hier hinter den Weißen. Du, guck mal. Jupp, hörst du mich? Ja. Weißt du, wo die Haustür von ihm ist? Ich rennt doch gerade, ne? Siehst du rechts, das Weiße? Ach, ja, ja, okay. Ich muss das Licht ausmachen. Aber, ach so, du kannst in den Video anrufen, aber rein. Stumm nicht hier rein, kein Problem. So, du stellst raus, du. Ja, nicht in den Ding. Alles gut. Leute, pass auf, wir müssen jetzt loslegen. Er geht jetzt zur Bushaltestelle. Und dann rufst du ihn an. Du musst wenn du von der Bank redest, dann bist du im Bescheid. So, er geht jetzt, warte kurz. Geht ihr zur Bushaltestelle? Ja. Okay, gut.
Bushaltestelle, da hat er uns einfach rausgeschmissen. Ja, kannst du uns bitte abholen kommen? Ja, meine Freundin ist jetzt noch schnell mit ihm mitgefahren, weil unsere Karte nicht akzeptiert wurde. Aber die kommt dann gleich nach. Der Taxifahrer hat versprochen, dass er die vor der Haustür absetzt. Ja, hier ist total dunkel und wir haben total Angst und wir mussten ja auch das Taxi noch bezahlen. Kannst du uns bitte abholen? Meine Freundin ist noch bei der Bank, weil wir konnten das Taxi nicht bezahlen. Und ja, da hat unsere Karte wurde da nicht akzeptiert. Und deswegen ist sie jetzt zur Bank gegangen. Aber der Taxifahrer. Ja, der hat so gesagt, wir müssen sofort irgendwie ja, das bezahlen. Und dann waren wir total überfordert und dann haben wir gesagt, okay, gut. Ja. Okay, ja, ich schau mal schnell aufs Handy. Was mich wirklich ankotzt, ist die Körpersprache dieses Typen. Wie er vorne weggeht, wie Pascha. Null Empathie für das Mädchen. Hört nicht mal richtig zu, was sie sagt. Hauptsache schnell in die Wohnung. Wie geht's dir so? Ja. Ismael, soll er jetzt hinkommen? Ismael, du musst da jetzt hin. Tschüss. Was denn? Warum? Was ist mit Ismael? Warum redet er nicht mit dem? Ismael, du bist vorbeigegangen. Ismael, du bist vorbeigegangen. Ismael hält sich leider nicht an den Plan und lässt zu früh vom Täter ab. Seine Wut übernimmt die Kontrolle, wie sich später noch zeigen wird. Trotzdem schafft er seinen Hass vor dem Mann zu verbergen. Vorübergehend. Dies sorgt jedoch für Verwirrung bei Nick. Er weiß nicht, was passiert ist. Außerdem scheint er aus der Konferenz rausgeflogen zu sein, was ihn komplett vom Team abschottet. Keine guten Voraussetzungen, wenn man bedenkt, dass der Mann gleich seine Haustür erreicht hat. Dies wird noch für Probleme sorgen. Yaklaşıyoruz bakalım. Gidelim olay olursa müdahale ederiz. İsmail, die sind da, du musst sie anquatschen. Leg jetzt los. Er hat den schon angequatscht an der Bushaltestelle. Ist schon durch mit dem Anquatschen. Ja, und schon fertig oder was? Ja, ich bin heute schon angequatscht. Okay. Hey, guck mal. Ich glaube, das ist Maestro. Warte, ich geh kurz hin. Der Mann geht immer noch vor Hannah mit großem Abstand vorne weg. Er will wohl nicht, dass seine Nachbarn ihn mit dem kleinen Mädchen in irgendeine Verbindung bringen, sondern sie schnurstracks so schnell es geht in die Wohnung locken. Als Hannah Attila erkennt, rennt sie auf ihn zu. Doch was der Mann dann macht, ist so gottlos dreist, dass Vergleiche schwer fallen. Mit dir machen. Ja, klar. Er dreht bei gleichbleibender Geschwindigkeit einfach um und tut so, als wäre er nicht eben von der Bushaltestelle bis hierhin mit einer 12-Jährigen im Schlepptau angewackelt. Hallo, ich bin total aufgeregt, ich zitter so. Als Attila bemerkt, dass der Täter sich versucht, aus dem Staub zu machen, nehmen er und Nadim sofort die Verfolgung auf. Hey. Weiter vorne schmeißt sich Steven dem Mann entschlossen in den Weg und es entsteht ein kleines Handgemenge. Dadurch bemerkt der Täter aber nicht, dass er bereits von den anderen Teammitgliedern umzingelt wird. Fährt umgedreht. Sind die schon alle da oder was? Ja. Mach deine Hände raus. Hände raus. Hände raus. Wie alt ist sie denn? Hey, die sind schon alle da. Die sind schon alle da mit Kamera. Was ist das nochmal? Okay, geht schon los.
Ha? Ja, ja. Ja, ja, okay. Unten jetzt. Ja. So. Was hast du denn hier vorgehabt? Nichts. Nichts, nein. Und das Bild, das du den kleinen Mädchen geschickt hast? Wo du denn? Das Bild auf der Toilette, was war damit? Was denn? Hast du das so geschickt? Einer Zwölfjährigen? Was glaubst du, was deine Familie sagen würde, wenn die raus... Totschlagen. Die würden dich totschlagen. Bist du das? Ja. Wie alt war sie, hat sie gesagt? 12. Du hast mit einer 12-Jährigen gefacetimed und hast dann dein Ding rausgeholt und hast angefangen, dir einen runterzuholen? Warum? Weiß ich nicht, ja, weiß ich nicht. Darf ich fragen, wie alt du bist? Wenn jemand dir sagen würde, guck mal, ich kenne einen, der wollte zwei 12-Jährige. Was würdest du mit dem machen? Weiß ich nicht. Wie weißt du nicht? Was vielleicht jemand aus deiner Familie, deine Nichten vielleicht. Ne? Was würdest du reagieren, wenn deine Nichte, wenn irgendein Typ deiner Nichte sagen würde, ich will dich weiß ich nicht. Weißt du nicht? Du sagen, sei ja, doch mal ein Mann, sag doch mal die Wahrheit. Hey, wie du weißt nicht, ja? Wie du weißt nicht, guck mich mal an, wie du weißt nicht. Du weißt nicht? Du willst mir sagen, du weißt nicht, was du machen würdest? Wenn ein kleines Kind von der, guck mich an. Wenn ein kleines Kind von deiner Familie so ein Treffen stattfinden würde? Du weißt nicht, was willst du mich verarschen? Ich hab mal, hast du kein bisschen Ehre? Okay. Komm, Ismail, ein bisschen runterkommen. Guck mal, ne? Wenn du dich heute mit einem echten Kind getroffen hättest, was wäre passiert? Du bist immerhin hier rausgekommen, ja? Du hättest sie jetzt mit da reingenommen. Ehrlich, ne? Das ist. Du warst wirklich. Das war ekelhaft. Ich hoffe, du schämst dich auch. Weißt du, und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ich das. Ist das der, den ja, du. Ja, das den, ist dieser. Okay, beruhig dich. Pass auf. Ich habe eine Frage an dich. Okay? Also, ganz gut. Ja. Kennt ihr beiden euch? Ja. Habt ihr euch gesehen, wa? Mhm. Wo habt ihr euch gesehen? Was habt ihr da gemacht? Reden. Nein, aber welche Monat hast du denn? Ja, warum? Nein, ihr braucht mir kein Ding. Ich hab schon Depress. Ich schäme mich. Ihr braucht das nicht noch weiter reinzugehen auf die Rolle. Das müssen wir noch tiefer machen. Ich weiß das. Ich hab mich selbst reflektiert. Hallo, hörst du? Das müssen wir machen. Du wolltest dich mit einer 12-Jährigen treffen. Okay. Du hast ein Was wolltest du mit der machen? Wolltest du weißt du doch nicht, was das gesehen? Ist egal. Wie weißt du nicht, ja? Was? Ja, hat er. Ehrlich gesagt, hast du es ihm sogar direkt gezeigt. Du wusstest das noch nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, Nadim hätte genau in diesem Moment wieder seine Stimme verstellt. Weißt du doch nicht, was ich gesehen habe? Ja, und besonders beeindruckend war das kurze Ding nicht. Oh! Ist egal, wir haben genug gesehen. Du hast deine rausgeholt, die 12 Jahre. Was du gesagt hast. Ich kann dir vorspielen, was du gesagt hast. Du hast es gesagt. Guck mal, ganz kurz. Wir sind die. Ich weiß, nein, wir werden das nicht. Guck, pass auf. Wir werden das jetzt wie folgt machen, weil du weißt, dass du missgebaut hast. Ja. Wir werden jetzt die Polizei rufen. Wir werden dich der Polizei übergeben. Wir werden das da weitergeben. Hast du irgendwas, Messer oder sowas dabei? Gut. Ja, du bist auch Dealer, wa? Hast du gesagt. Du hast doch die Polizei in meine Wohnung. Du hast doch gesagt, du hast... Guck mal. Ismail, bitte, pass auf. Du, auch ihn nicht. Du guckst es mich an, wir bleiben das jetzt alle, wir ringen das jetzt cool. Wir sind alle geladen, ne? Du kannst dir das vorstellen, wir haben alle Familie. Du hast bestimmt auch Familie. Ich sag dir, ich könnte explodieren. Ich möchte noch irgendwer was sagen, ja, aber ich, keine, ich aber, möchte aber, was aber. Sagen, bitte, ich möchte ja, was okay. sagen. Guck mal mit, deine Sache. An dieser Stelle erzählt Ismail dem Mann, dass er sich nicht aufgeben soll und seine Probleme nicht ignorieren darf. Denn mit der Kraft der Freundschaft und dem Mut zur Besserung ist kein Ziel zu weit, kein Weg zu lang und auch keine Herausforderung zu groß. Ach, unser Ismail. Egal wie wütend er auch ist, am Ende ist er immer bereit, den Menschen zu helfen. Er kann halt nicht raus aus seiner Haut. Wir haben dann natürlich die Polizei gerufen. Attila hat schnell die spontan gesammelten Beweise im Kofferraum seines Autos geschnitten, während die Streife anrückte. Am Ende kann ich nur wieder mal sagen, dass das ein echt ereignisreicher Tag war und wir alle erstmal eine Pause brauchten. Danke geht auch raus an die Kriminalpolizei, die sich dem Fall außerordentlich gründlich annimmt, nachdem die Streifenpolizisten vor Ort teilweise überfordert waren.
gut zu wissen, dass der Fall jetzt in guten Händen ist. Anschließend kann ich sagen, es ist schön, wieder zurück zu sein. In unserer Abwesenheit waren wir aber nicht faul und haben ein paar echte Knallerfälle abgedreht. Also, geht nicht zu weit weg, denn die nächste Folge steht bereits in den Startlöchern. In dem Sinne, wir sehen uns. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. Now that you're gone, now that you're gone, now that you're gone.